Hallo Grillfreunde, herzlich willkommen. Heute machen wir eine super leckere kleine Beilage, nämlich den Crazy Coleslaw. Und der ist ganz anders, als ihr den erwarten würdet. Für unseren Crazy Coleslaw, eine kleine Eigenkreation von mir, ist entstanden, weil ich einfach ein paar Sachen über hatte und die mussten weg. Boah, ist was Leckeres draus geworden, also zeige ich euch das jetzt. Brauchen wir einfach ein bisschen Chicorée. Chicorée ist ja so leicht bitter, ein ganz feines Gemüse, schmeckt mir persönlich sehr gut. Und müssen wir aber drauf eingehen, wenn wir gleich unser Dressing machen. Und dann haben wir hier noch eine rote Paprika, natürlich eine Chilischote. Und dann habe ich hier Bleichsellerie oder auch Staudensellerie, je nachdem wie ihr das nennt. Und da nehme ich in der Mitte die beiden feinsten Spitzen raus, die mit den Blättern, die Blättern kommen auch mit rein. Alles ganz, ganz fein geschnitten oder so fein, wie ihr das mögt. Und dann kommt das erstmal in eine Schale und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Nächstes brauchen wir noch zwei schöne Zutaten für unseren Salat. Einmal natürlich eine Chilischote, bei mir ja fast unabdingbar. Und dann mein Lieblingsobst, Mandarinen aus der Dose. Finde ich richtig geil, schmecken super lecker und passen natürlich ganz toll zum Chicorée, weil der ist ja so bitter. Und dann holen wir das richtig mit raus. Bevor wir unser Dressing machen, packen wir die Sachen jetzt erstmal da rein. Als nächstes machen wir jetzt unser Dressing. Da möchte ich gerne ein bisschen Mayonnaise drin haben. Ich bin ja großer Fan von Mayonnaise. Da reichen aber, ich sag mal so, 3 bis 4 Esslöffel reichen auf jeden Fall. Dann, um die Süße natürlich ein bisschen rauszuholen, habe ich ein bisschen Honig. Ganz einfachen Blütenhonig. So. Und wenn wir schon so ein schönes Fruchtaroma haben, nehmen wir noch etwas von dem Saft aus den Mandarindosen. Die hatte ich eigentlich abgegossen, ein bisschen was sammelt sich ja dann trotzdem. Und das ist der Rest aus den Dosen. Davon mache ich jetzt gleich ein bisschen rein, um die ganze Sache abzuschmecken. Und alles, was ich nicht brauche, trinke ich hinterher einfach so. Für ein bisschen Säure brauchen wir allerdings auch noch ein bisschen Limette. Wie immer ein bisschen quetschen. Dann schneide ich einfach mal so ein Stückchen ab von der Seite. Die lassen sich immer am leichtesten ausdrücken. Und dann kommt das erstmal rein. Wenn man das so macht, dann ist das wirklich super ausgepresst. Ganz, ganz, ganz einfach. Natürlich brauchen wir ein bisschen Salz und Pfeffer. So. Und ein bisschen Pfeffer natürlich auch. So. Das Einzige, was ich jetzt noch reinmache, sind ein paar Kräuter. Ich mache ein bisschen Koriander und Petersilie rein. Vielleicht sogar ein bisschen von dem Basilikum. Hebt die Farbe und sorgt auch für eine schöne Frische. Dann lassen wir das Ganze natürlich eine halbe Stunde stehen. Dann probieren wir nochmal, weil wir müssen dann sicherlich nochmal abschmecken. Fehlt noch ein bisschen Salz, definitiv. So. Und auch ein bisschen noch was von dem Saft. Das Fruchtige muss auf jeden Fall sein für mich. Sollte aber erstmal reichen. Das lassen wir jetzt aber, wie gesagt, eine halbe Stunde stehen. Das fällt ein bisschen in sich zusammen. Der Geschmack verbindet sich dann besser. Und dann probieren wir nochmal, bevor wir ihn servieren. Wir haben jetzt unseren fertigen Coleslaw. Wirklich eigentlich sehr einfach gemacht, aber ein paar ungewöhnliche Zutaten sorgen dafür, dass man auch ein ganz anderes Geschmackserlebnis hat als sonst. Passt sicherlich sehr gut auch zum Beispiel zu Fisch oder auch zu Burgern, zu Pulled Pork sicherlich definitiv auch. Ich probiere ihn jetzt nochmal abschließend. Wir haben gerade nochmal ein bisschen nachgewürzt. Ich weiß, dass er mir schon so schmeckt. Ihr könnt ihn natürlich so abwürzen, wie ihr den noch mögt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, euer Olli.